So, willkommen bei einer Folge Banished, bei der ersten Folge Banished. Ich bin auch nicht sehr erfahren, was Banished betrifft. Wir spielen trotzdem mal mit einem Mod, dem Mega Mod 8, soweit ich weiß. Den hatte ich mal irgendwann installiert gehabt und ist noch drauf und ist danach aber nie richtig gespielt und jetzt hatte ich mal Lust. Ja, und dann nehme ich euch mal mit auf eine Reise. Ich habe jetzt mal schon mal ein bisschen was eingestellt. Den Namen der Stadt. Terrain Size können wir ja noch auf Video machen. Ich weiß nicht, wie groß die Maps so sind. Ja gut, Medium. Da auch Medium. Ich meine, ich bin auch noch nicht so erfahren. Bei Medium, denke ich, ist mal so das Normale. Easy ist vielleicht leicht, ich weiß es nicht. Ja, und wir starten mit einem Schiffbruch quasi in ein neues Land. Bin mal gespannt. So, dann starten wir mal direkt. Mal sehen, was uns hier erwartet. Dann haben wir eine schöne, gemütliche Reise in die neuen Länder. Ich hoffe gemütlich. Kann natürlich auch anstrengend werden. Kann natürlich auch passieren, dass wir verhungern, erfrieren. Ich weiß nicht, was es hier so für Schwierigkeiten gibt. Aber verhungern, erfrieren kommt bei so Aufbauspielen auch regelmäßig mal vor. Vielleicht auch Krankheiten. Wir werden sehen, worauf wir achten müssen. Okay, das liegt hier ganz schön lange. Ich kann mir mal vorstellen, dass das an den Mods liegt. Aber halb so wild. Sofern das dann gleich losgeht. Nur noch Zeit, einen Tee zu trinken. Ja, okay, vielleicht lädt sie jetzt auch erst richtig. Na, okay, da geht's schon los. Okay, so kann man pausieren. Boah, das Schiff sieht ja ganz ramponiert aus. Aber interessant. Mal rauszoomen. So können wir uns auch noch bewegen. Ja, doch. Ich denke mal, da kriegen wir doch was hin. Wir brauchen aber ein paar Fenster. Überlegen. Das passt schon. Was ist denn das alles? Ah, okay, alternative Event-Lockboxen. Ja. Finde ich gar nicht schlecht. Nehmen wir erstmal das normale. Hier nicht, hier nehmen wir das sieht gut aus. Okay, alles auf einer Seite ist kacke, machen wir es so. Okay, es gibt auf jeden Fall viele Berufe. Ich glaube, normal ist es nicht. Ich habe da nämlich nur mal kurz reingeguckt damals und da gab es nicht so viel. Gut, Häuser brauchen wir. Ja, und denn in den Rest müssen wir uns dann so ein bisschen reingucken, würde ich sagen. Ja. Ah, okay, gut, ja, das dann direkt mit Äpfeln und allem. Okay. Natürlich auch unterschiedliche Kosten alle. Okay, die Pflanzen auch an unterschiedlich an. Bambu. Ich glaube aber, dass die Holzart relativ egal ist. Gartenschnee. Was macht der denn? Der Sheet for an Open Forester. Ah, okay. Okay, ich glaube, wir fangen einfach mal an. Das gibt ja so viel. Aber okay, was haben wir denn überhaupt? Potatoes. Firewood. Lamas oder Alpakas. Würde ich mal schätzen. 10 Leute, 8 Kinder. Ja gut. Für die brauchen wir auf jeden Fall Unterkünfte.
Dann starten wir mal. Das wird eher ein langsameres Ding, denke ich mal. Zumindest am Anfang. Sollen wir ein paar Sachen lernen hier. Aber das kriegen wir ja hin. Okay, wir sind auch an einem großen Fluss. Das war schon gar nicht schlecht. Und haben gut Fläche. Ja, Holz können wir ja sammeln gehen. Oder auch vielleicht hier rausholen. Hier können wir doch eine gute Siedlung oder Farmgegend klatschen. Ja, ich denke mal, das ist nicht verkehrt. Okay, was ist das denn anders? Ah, schon viel Firewood. Das ist natürlich gar nicht verkehrt. Ja, viel ist es eigentlich auch nicht. Aber gut. Das ist ein normales Haus, ein Steinhaus. Ein Shack. Wie viel passt noch rein? 3 Leute. Normales Haus, 16 Holz. Das schon günstiger. Ja, der Rest wird auch teurer. Ja gut. Hier kommen die modernen Häuser, wie es aussieht. Ich glaube, ich würde es eher so ein bisschen mittelalterlich halten. Sieht doch eigentlich ganz cool aus. Fangen wir einfach mal. Kann man es irgendwie. Dreht man das? Ah, Rotate. R natürlich, so wie immer. Ja, fangen wir einfach mal an. Setzen uns hier ein paar Hütten hin. Was man immer braucht, sind Wege, würde ich sagen. Dirt Road. Okay, ja, gehen wir erstmal mit Dirt. Ich sehe den gut aus, I don't know. Wir können das dann mal laufen lassen, aber wir brauchen auf jeden Fall ein Bild. Machen wir erstmal 2 sogar direkt. Ja, und die Alpakas könnten eigentlich auch direkt, ich will nicht sagen, verarbeiten, aber benutzen. Wir fangen erstmal an, mal gucken, was sich ergibt. Gucken, dass wir überhaupt überleben. Das ist inaktiv. Ja, doch. Nee, das muss nicht sein. Aber viel Holz. Ich glaube, das eigentlich groß sein muss. Wir gehen erstmal damit.
Ich meine, noch haben wir ja Holz, da können wir mal. Ah, nee, da kostet ja auch Holz. Ja, egal, das kriegen wir schon hin. Wird schon passen. Ah, okay. Jetzt haben wir natürlich gleich viel Stein. Aber gar nicht die Lagerplätze. Stockpiles, das hört sich doch richtig an. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier erstmal ein bisschen viel in Auftrag gegeben habe, was das Abholzen betrifft. Aber ja, das kriege ich schon hin. Da gehe ich ganz fest von aus. Weiß, um wie viel Uhr ich gestartet habe. Ah, natürlich schon ein bisschen her, aber bei der ersten Folge so viel zum Reinkommen. Sicherlich, da kann ich auch ein bisschen länger machen, würde ich sagen. Gucken wir uns das Ganze doch mal an. Aber warum bauen die doch noch nicht? Okay, da haben die Holz hingebracht. Ich hatte gerade schon Angst, dass das hier die Tools sind, die gebraucht werden, aber das ist, glaube ich, nur das Arbeitspensum, was da reingesteckt werden muss und alles da ist. Das ist okay. Das ist definitiv okay. Was sieht mir denn noch nach guter Nahrungskette aus? Faubespond. Das ist ein Fishing Spot. Was zur Hölle? Warum ist der so hoch? Ist ja süß. Ah, wenn man das an den... Ja, ja, jetzt verstehe ich. Das könnte cool sein. Könnte auch bei mir reinpassen. Interessant. Village Fishing Dock. Waterside Fishing. Dafür braucht man eine Angel. Was zur Hölle? Da hier ist doch der normale Forest Pond. Aber wir haben ja eh Wasser. Fischfarm. Was es nicht alles gibt. Ein Unterschied? Oh ja, doch, das sieht deutlich schöner aus, beziehungsweise deutlich das ist nachher was, wenn man schon ein kleines Dörfchen hat auf jeden Fall. Das ist auch ein bisschen teurer. Ja, gar nicht mal. Das ist noch ganz gut. Der Tiny Man. Okay, das gleicht sich dann wieder aus mit den Steinen. Aber Steine haben wir gerade richtig viel hier noch, ne? Aber Holz macht noch Leben der guten Fußes. Ja, auch nicht gleich richtig. Ich finde auch irgendwie, das passt gut da rein. Machen wir das jetzt einfach. Ich hoffe ein bisschen, dass ich sie nicht überfordert habe. Ich brauche noch mehr Bilder.
das denn alles? Ach, doch, mit einem normalen Fans. Hier ein Cropfield. Wir haben noch Spring. Ich weiß nicht, ob sich das noch lohnt. Dass es nicht schon zu spät ist. Könnten wir 10-10-Feld machen. Ich würde mal eins zumindest machen. Vielleicht lohnt sich das noch. Ich weiß es nicht genau. Aber einfach mal just for fun. Da passen immer 4 rein, ne? Ja. 4 haben 18 Leute. Das heißt, 2 Häuser brauchen wir theoretisch noch. Passen da mehr rein? Kriegt man das? Domestical Animals. Was bringt mir das denn? Ich habe eine Vermutung. Hier hatten wir doch irgendwie. Ja, aber da braucht man 4 für. Das ist ja unpraktisch, würde ich mal behaupten. Vielleicht gibt es aber auch noch Zwecke, wo man nur einen braucht. Bin ich leider nicht gut genug bewandert. Ah, okay, da kann man den Radius sagen. Aber ist groß nicht immer besser? Aber ich meine, ist auch scheißegal, wenn da irgendwie eine Siedlung in der Nähe ist. Der sammelt da ja nur Sachen, wenn es da keine gibt. I don't know. Okay, auch so sagen und unter die Wege sind noch zu lang. Ich bin mir da actually noch zu sicher. Ich finde das auch sehr schön, dass wir noch das Schiff als Lager haben. Das müssen wir wahrscheinlich selber ändern. Passen da vielleicht doch mehr rein, aber hier sind nur 3. Aha. Stand da denn überhaupt eine Zahl bei? Verwundert mich. Aber ist okay. Aber hier haben wir eins, sehe ich gerade, für 6 Personen. Und wir haben noch 6, die homeless sind. Können wir einfach sagen, packen da mal welche rein. Lamas, sag ich doch, es sind Lamas. Ich pack da mal einen rein. Haben wir denn jetzt schon einen? Wir haben 11, 6, 4. Denke mal, dass einer den Job ausführt. Wahrscheinlich sind das einfach zu viele, dass ich die. Da eins. Ja, doch, das macht Sinn. Perfekt. Und was haben wir hier? Ah, Robben.
Sehr schön. Dann brauchen wir da auch einen. Von einer noch. Ah, wir haben ja schon so spät, ne? Packen wir da mal zwei rein. Ja, doch, das geht. Und Straßen. Ich vergesse Straßen. Wenn man erstmal die, wenn die scheiße aussieht, dann kann man irgendwann nochmal sagen, man macht dann eine andere Straße hin. Aber ich denke mal, erstmal, ich baue einen Fischer und setze da niemanden rein. Das ist ja auch witzig eigentlich. Wie viel kann man eigentlich maximum? Ah, 5. Lebensmittel brauchen wir, glaube ich. Der Gatherer. Ich denke mal, dass wir dann auch da einen Forester hinsetzen. Wenn ich jetzt wüsste, wo das war. Da. Ja, eine normale Forester Lodge sollte, glaube ich, erstmal ausreichen, oder? Forester Storage, na, das ist natürlich. Aber da stehen ja keine Kosten bei. Kostet das nichts? Ist das irgendwie ein Bug? Ja, hier auch. Über die Kosten. Es ist ja fast unfair, wenn es nichts kostet. Aber ich finde die auch tatsächlich ganz cool gemacht. Ja, ich mach den. Ich setz den da jetzt einfach mal hin. Ja, okay, das muss anscheinend ein Remove werden. Ist ein bisschen schade. Aber es finde ich okay. Das finde ich okay. So, ganz wichtig. Aber die sind wahrscheinlich ohne Lager. Deswegen brauchen wir hier noch ein Lager. Da nehmen wir dann doch einmal. Da, das sieht doch richtig aus. Keine Flugbahn. Wie viel passt? 9. 2000. 2200. Ist ja nicht so viel. Ist ein bisschen groß. Das ist gar nicht so einfach. Habe ich das gekriegt? Market gibt's auch, ja gut.
da mal erstmal 2000, so viel wird hier hinten ja eh nicht bei rumkommen. Pack ich den doch mal hier doch irgendwie hin. Alles hier nichts. Aber wir nehmen noch mal eine Road. Hassan-Kuschel. Das ist irgendwie. Ah. Möchte ich ihn dann haben, so oder so? Komm, erstmal so. Das macht den Weg doch gleich schöner. Gut, dass es da so Tastenkürzel gibt. Natürlich auch nicht. Ja, hier wird noch angebaut. Das ist Early Summer. Ja, wenn es dann nachher nur ein halbes Feld wird. Hauptsache es gibt Food. Das ist gar nicht was. Hier sind 8 von 8 drin. Was passiert dann, wenn 8 von 8 drin sind, dann wird dann immer meins geschlachtet. Oh nein. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, wer hier kommt. Die da doch nicht mit rein wollen. Ja gut, dann brauche ich nochmal so eine. Brauche ich ein Tiny Shack oder ein richtiges? Hier war noch so eine. Genau. Das war ziemlich günstig. Die Armsiedlung dahinter. Aber kann man. Kann man schon fast machen. Quasi die Fischerhäuser. Oh, es sind 3. Da passen nur 2 rein. Ne, 3. Aber ich glaube, ich sollte gucken, dass ich immer was im Petto habe, falls dann wieder welche nachkommen. Ja. Was krieg ich denn? Ich sehe schon. Firewood ist auch was Essentielles. Fuel Production. Schade. Auf der Kugel hat es gepasst. Ich denke, das kann man machen. Den hauen wir da jetzt mal hin. Mal gucken. Das sollte ja wichtig sein. Das ist einfach gemein. Das sieht auch schön aus. Hätte ich jetzt genommen. Den hier, ne? Nee. Ich weiß gar nicht, welchen ich jetzt hatte. Weil der hatte so eine Steinwand. Aber es ist schon okay. Es ist ja für den Zweck. Es gibt es eigentlich noch alles.
Suspicious items. Construction materials. Miscellaneous items. Auf jeden Fall noch eine Menge, würde ich mal behaupten. Aber das ist okay. So. Der Holzfäller, wie weit ist der? Braucht noch ein bisschen. Wie weit ist unser Lager? Das muss auch mal noch gebaut werden. Das freut mich zu hören. Nachdem ich schneller unterwegs. Beziehungsweise dann können die das direkt da lagern, wenn wir es gesammelt haben. Und dann erstreckt sich hier nachher die Weidefläche. Ich weiß doch gar nicht, kann ich mit Roggen was anfangen oder muss ich da Brot rausmachen? Weil das wäre ja ärgerlich, wenn es noch gar nicht als Nahrungsmittel zählt. Wie viel habe ich nicht mehr? Oh. Dann machen wir das mal so. Ja, dann haben wir den schon stehen. Breitet sich der Wald eigentlich auch aus mit der Zeit? Also wenn hier jetzt nichts gemacht wird, dass die Bäume dahin wachsen? Wahrscheinlich, ne? Jetzt hast du hier überall neue... Sind das Enten, die ultra langsam fliegen? Ist ja abgefahren. Das ist ja bestimmt noch so ein Entenjäger, den man bauen kann. Ja gut. Ich denke mal, für den Anfang haben wir dann schon ein bisschen was. Ja, das hier warten wir noch mal, bis das Haus fertig ist. Das Lager da. Okay, das ist schon... Na guck, da startet das auch direkt. Schon schön Lebensmittel drin. Scheint sich zu lohnen, so ein Gatherer. Aber ich weiß auch nicht, wie der Winter ist. Ich meine, wir haben Sommer. Wir haben schon gar nicht mehr so viel Fuel. Holz geht noch. Vielleicht sollten wir mal irgendwo ein bisschen Holz fällen. Ich weiß nicht, wie schnell die Holzfäller sind. Man könnte es versuchen mal. Was ist low? Firewood. Ja gut, der ist fertig geworden und hat sich Firewood geholt. Noch nicht, nee. Doch, da. Das wird er sicherlich sein. Ja. Aber nichtsdestotrotz. Geht erstmal weg, so. Brauchen wir Firewood. Der ist aber auch bald fertig. Der ist fertig. Okay, wir können da schon mal Harvest Trees in Gang setzen. So ein bisschen was dazu kommt. Ich weiß nicht, wie lang das jetzt genau geworden ist. Wenn das zu lang ist, dann werde ich das ein bisschen cutten. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und wir sehen uns, wenn es hier weitergeht. Denn ich denke mal, hier kann man noch ordentlich was machen. Ich meine, man sieht ja, wie viel unten in der Liste ist. Dann starten wir demnächst hier weiter durch. Bis dahin, alles Gute, haut rein.